Die Dorfschaft Obergeschlo in der Gemeinde Obergums präsentiert sich in diesen Tagen als verschneite Winterlandschaft. Der Schnee ist aber nicht das Einzige, was das Obergeschlo funkelt. Auch im Kristallmuseum von der Bernadette Senken glitzert und funkelt überall. Das Museum zeigt die ganze Pracht der Schätze, die tief im Gestein der Region zu finden sind. Im Jahr 1989 hat die Bernadette Senken zusammen mit ihrem Mann Josef das Museum eingerichtet. Ausschlaggebend ist dazu mal ein gewaltiger Kristallfund von Josef Senken in der Grimselregion gesehen. Und die Hauptsache, dass wir es machen konnten, war wegen der Marmutta-Kluft. Weil die hat am 88 gefunden mit einem Kollegen zusammen und die ist also auf dem Gebiet, auf Grimsel, aber auf dem Gebiet von der KWO gewesen. Und da hatten sie eine Bewilligung gehabt. Und die haben sie am 1. Juli oder am 8. Juli die gefunden. Und dann haben sie nur so, es ist wie ein Bachofen, da seht ihr nachher da oben die Foto, da haben sie nur auf dem Bücher erkennen. Und das ist er nicht gekommen, weil er war ein bisschen fester gewesen. Und dann hat er am Nachsamstag den Sohn mitgenommen. Und der ist eingeschliffen und ist dann in der Kluft gestanden. Und hat dann so eine Handstufe, so wie jetzt die Kleinen, die man hier sieht, hat er rausgebracht. Und dann hat er am Abend den Rucksack voller dieser Kristalle gebracht. Man hätte nicht dürfen sagen, Steine, das sind Kristalle. Ja, und so sind sie nachher, ist er mit einem Kollegen zusammen, 6 Wochen in Emrien, sind sie nach der ganzen September, und dann sind sie in der Kluft gewesen, sind sie morgen um 6 Uhr gegangen, um abends um 11 Uhr heimgekommen. Und dann haben sie das abgebildet, sie sind nachher 2-3 Sommer drin gewesen. Und das hat halt auch viel gegeben. Und dann haben sie sich auf die Palette geladen, er hat das Grosse, er hatte gerne grosse, wie grösser, wie lieber. Der Kollege hatte gerne das kleinere. Und so sind sie sich einig geworden. Und dann haben sie das auf die Palette geladen und auf Grimsel geflogen, weil sonst wäre das ja nicht möglich gewesen, so die Grossen zu transportieren. Und da hat er sie dann mit dem Anhänger im Brief. Und die waren alle eingepackt. Und ja. Und so ist das halt hier entstanden, dass er sie auspacken und anschauen. Ja. So schön der Kristallfund in der berühmten Marmottenkluft auch war, für die Familie Senken ist das Ganze auch in Belastung. Richtig aggressive sie ist damals gekommen, sagt die Frau Senken rückblickend. Bis ihr einen anderen Strahler Tipps gegeben hat, wie es mit dem grossen Fund umgehen kann. Aggressiv bin ich darum geworden, wahrscheinlich, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die haben mir etwas weggenommen. Die Steine zu der Zeit. Weil der ist am Morgen gegangen, ist am Abend zurückgekommen. Wir hatten 3 Kinder, da hat sie manchmal, mit 3 Buben gibt es manchmal ein Problem. Und dann hat sie immer gesagt, ja, du kannst jetzt da schauen. Und dann hat es einfach nur noch Kristall gegeben. Sonst hat es einfach nichts gegeben. Man muss gar nicht an den Drachen. Das ist. Und dann hat mir der gesehen, ich soll mich, also hat er ja Ödem Max, der soll mich ein bisschen drin, mit einbeziehen. Und danach hat er, ja, dann bin ich dann so schutzi hier gewesen, und dann bin ich wieder gegangen. Und das war mir sehr furchtbar, ich sei geladen gewesen. Das hat mich bis in die Fingerspitze, hat das mich sehr gejuckt. Dann dachte ich, was soll ich das sein? Und die haben mich wirklich, das ist mir vorgegeben, ich habe die Energie aufgenommen von denen. Ich glaube, sonst hat nicht so ein solches Zeug, aber da bin ich und darum stehe ich immer an dieser Ecke. Der Start mit dem Kristallmuseum war für die Bernadette Senken also nicht der beste gewesen. Und auch für die Strahlung hat sie sich nie wirklich begeistern. Nur ein einziges Mal ist sie mit in die berühmte Marmottenkluft gegangen. Das Museum ist ihr über die Jahre aber ans Herz gewachsen. Es ist ein Teil von mir geworden, weil das ist das Lebenswerk des Mannes. Und ich habe gesehen, ich erhalte das. Und ich schaue dann so lange, wie ich mag. Und nachher sehen wir weiter. Aber so lange, wie ich mag, tun es schon noch nicht. Ich würde mich schwer tun, wenn ich mich von der ganzen Sache jetzt gerade trennen müsste. Ja.
Wie beeindruckend die Kristallsammlung von Josef Senken, der vor 20 Jahren gestorben ist, zeigt, dass auch heute noch Leute aus dem Ausland kommen, für den Fund aus der Marmottenkluft anzuschauen. Also von Deutschland kommen sie da. In ihrem Sommer sind sie von Frankreich da gewesen. Und vom Österreichischen kommen sie also, ja. Der einzige Strahler aus Flug, den die Bernadette Senken vor fast 30 Jahren unternommen hat, hat ihr übrigens auch geholfen, die Faszination von den Strahlern für die Suche nach Schätzen in den Bergen zu verstehen. Ja, wenn man das so etwas findet und so, ist schon noch, ja, es ist schon noch so. Ich habe eigentlich den verstanden nachher. Aber ich habe so langsam angefangen, das Gefühl dazu zu kriegen. Ja. Und dann hat er mir so etwas erklärt. Und so. Und jetzt habe ich recht eine gute Beziehung zur ganzen Sache, ja. Obergästlo ist also nicht nur ein Mekka für Fans vom Langläufen. Auch wenn man will sehen, welche Schönheiten im Fels von den Alpen verborgen sind, ist man in einer Dorfschaft im Obergums genau richtig.